Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Runde XCOM Enemy Unknown. Und zwar, ich spiele gegen den Eisreiter. Ja, hallo und recht herzlich willkommen. Und wir spielen die Karte Rangierbahnhof. Und wenn ihr euch fragt, wer die ganze Zeit mit euch gesprochen hat, das ist der Baldassar. Baldassar ist auch da, genau. Also ich müsste das ja eigentlich gewinnen, weil ich ja so ein Simo-Trans-Let's Play habe. Aber ich glaube nicht so ganz dran. Ich habe mein Team ein klein bisschen umgestellt, habe jetzt auch nur noch 5 Leute und hoffe... Ich bin mal gespannt, weil das könnte jetzt doch ein bisschen interessanter werden, weil das letzte, das hast du ja wirklich haushoch verloren. Genau. Und vorhin hast du gesagt, du wirst wahrscheinlich starten und wie es so ist, ich starte. Ja, das habe ich, also noch, da habe ich noch kein System drin erkannt, weil auch... Vielleicht auch das könnte... Ich habe jetzt 50 Punkte weniger gehabt. Aber was mache ich denn jetzt hier für Sachen? Naja, egal. Irgendwie kriegen wir schon hin. So, ich schaue mir mal die Kartenmasse ungefähr ab, weil ich kenne die eigentlich auch nicht in dem Multiplayer-Bereich. Okay. Was mache ich? Erstmal ein bisschen laufen. Das ist immer gut, laufen. Laufen und anschließend Feldposten. Ja. Nur die Frage, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ja, aber die Karte ist, glaube ich, ein bisschen kleiner. Ja, das ist, glaube ich, eine kleine Karte, ja. So, du bist. Okay. Dann, also du bist gelaufen, dann werde ich auch mal laufen. Ich hoffe, diesmal ist es ein bisschen mit meinem Trupp besser. Ja. Wird schon schief gehen. Ja. Ja, das ist interessant, ne? So, und jetzt mein letzter Mann noch, oder Frau in dem Fall. Da bist du auch gleich schon wieder dran. Oh, das ging aber fix bei dir. Ja, ich bin erstmal auf Nummer sicher gegangen. Ach so, okay. Bin zwar vorgegangen, aber ich habe mir erstmal sichere Deckung noch gesucht für einige Leute. Okay. Gut, dann probieren wir mal was aus, ob das geht. Einmal. Wer ist jetzt dran, der da? Da rennen sogar Tauben auf der Straße herum oder auf dem Boden. Das habe ich noch nie gesehen. Eine Ratte habe ich gerade gesehen oder sowas. Ja, das können auch Tauben sein, die schauen so ähnlich aus. Die sehen so ähnlich aus. Das ist ja nicht wahr. Also ich habe noch eine Zaube noch nie gesehen mit so einem langen Schwanz. Das war doch eine Ratte. So, das könnte schon gefährlich sein, oder? Nee, doch nicht. Ich weiß nicht, ob das der letzte ist, aber es könnte sein. Jo. Entschuldigung. Kein Problem. Ja, es kann sein, dass meine Stimme auch ein bisschen anders rüberkommt, weil ich bin nämlich ein bisschen erkältet. Ich... Mach damit seit Samstag schon rum. Ja, dann machen wir jetzt einen Heilkunde. Ja, genau. Let's Play, also auf jeden Fall Thymian-Tee trinken. Das ist sehr gut, schmeckt nicht, aber es hilft unwahrscheinlich. Also ich habe jetzt viel Kamille auch inhaliert und so. Thymian-Tee, wirklich, glaub's mir. Da gibt's eine Firma, die will ich jetzt nicht nennen, sage ich dir nachher noch. Die hat so türkisgrüne Beutel, die Aluminium beschichtet sind, da ist die Wirkung auch sehr gut. Mhm. Weil die nicht so in so einem Papierbeutel sind, sondern Aluminium beschichtet und da ist die Wirkung des Thymians dann auch sehr gut. Okay. Muss ich mal gucken. Ja. Hast du schon im Drogeriemarkt oder so? Gibt's nur in der Apotheke. Also Thymian gibt's nur in der Apotheke, weil es eine Sache schon, du kannst süchtig davon werden. Ach so. Aha. Deswegen gibt's das nur in der Apotheke. Was man alles nicht im Let's Play alles so lernen kann, ne? Ja, dabei wollten wir nur spielen. Der will doch nur spielen. Gucken wir mal. Ich glaube, ich gehe jetzt mal langsam vorsichtiger voran. Ja,
ich habe im Moment noch keine richtige Taktik hier gefunden, weil die Kisten, die sind irgendwie so ganz komisch positioniert. Aha. Weil da, wo ich hin will, da sind meine Bewegungspunkte nicht ausreichend. Okay. Es wird dann wieder so sein, dass es dann darauf hinaus schaffst du doch, bitte. Ne? Es könnte sein, dass ich jetzt fertig bin, oder? Ne, einen habe ich noch. Einen haben wir noch. Aber du hast schon wesentlich mehr Zeit übrig, wenn du nur 5 Leute bedienst, oder? Ja, das ist so. Ich habe keinen Stress, das habe ich auch gemerkt. Ich habe es gerade von Zeit haben, so gedacht, ne? Geht ein wenig schneller, weil sonst war es immer recht knapp. Ja, dann piept es auf jeden Fall schon. Nein. Ja, du bist ja jetzt auch angeschlagen, da habe ich auch bessere Chancen. Ja, ja, also zwischendurch müssen sich meine Leute sich die Nase putzen. Aber ich deute das jetzt nicht als weiße Fahne. Hätte ich jetzt an deiner Stelle auch nicht so sehen. So. Und du bist dran. Echt? Ist noch rot, aber jetzt. Was machen wir jetzt? Ach, wir gehen das Risiko mal ein, ne? Aha. Das war kein gutes Risiko. Ganz schön bremslich, daneben. Ich habe wieder nichts mitbekommen, wo deine Leute rumhampeln. Ich habe wieder nichts gehört, aber es kann doch sein, okay, dass wir so viel Geschmatt haben zwischendurch. Das Ablenkungsmanöver von mir. Ja. Okay, was machen wir dann? Genau. Jetzt wüsste ich gern noch, wie das ging, aber ich weiß es nicht. Oh, wir gingen hoch und runter, weißt du? Ich habe jetzt das Menü nicht vor mir, sondern ich sehe nur diesen roten Balken da. Nee, das war's nicht. Hoch und runter, warte mal. Karte drehen, habe ich schon gefunden, super. Nein, das ist verschieben. Ist das da unten? Nee, also mit Simotrans hat's nichts zu tun. Nee. Hast du mal zu dem Punkt angeklickt, oder ging das nicht mit der Maus hoch? Nee, geht nicht. Das weiß ich nicht, ich habe jetzt blöderweise auch keine Scroll-Maus oder so. Ach so. Egal, ich muss jetzt schnell weitermachen, fällt mir gerade so auf, weil die Zeit läuft trotzdem. Stimmt, auch bei 5 Mann piepst es. Auch bei 5 Mann piepst gleich. So sieht's aus. Ich guck gleich nochmal, wenn ich dran bin. Also es sind Ratten. Ich habe nämlich jetzt auch. Hast auch eine gesehen, ja? Hast du auch eine Ratte erkannt? So, ein. Oder wie ich sagen würde, Tauben ohne Flügel. Tauben ohne Flügel. So, 14 Sekunden und es müsste jetzt eigentlich alles gewesen sein, oder? Ja. So, ich guck gerade mal wegen dem Hoch und Runde. Da gibt's aber. Oh, was war das denn? Nach rechts drehen, Spieler. Hä? Ich war davon überzeugt, dass es T ist, aber T war es nicht. Ich finde es jetzt im Moment auch nicht, weil ich habe jetzt gerade mal geguckt. Also ich habe jetzt hier auf dem einen Eisenbahnwaggon, wenn ich da direkt an der Leiter, da wo die Leiter ist, ja, dahin hingehe mit dem Mauszeiger, dann zeigt er mir den Weg, dass er nach oben gehen wird. Aha, okay. Also aber jetzt so eine richtige Tastenkombination oder so ein Button, den habe ich hier jetzt auch nicht gesehen. Ja, weil man kann eine Ebene höher gehen. Irgendwo war das, meine ich. Ja. Naja, ist egal. So, ich muss jetzt... Mach mal weiter. Ziehen, sonst wird es gleich nichts. Oh, genau. Da ist einer gewesen. Genau. So, mit dem... Lassen wir vorne hin marschieren. Oha, voll reingelaufen. Ja, aber durch den Waggon getroffen. Interessant. Ja. So, du bist dran. Gut. Okay.
Ja. Irgendwas ist passiert, ne? Ja, ich habe was gehört und was gesehen. Auch gesehen, auch. Das lassen wir besser so. Und da. Oh, schwierige Sache. Ich weiß, dass das nicht gut ist, da zu bleiben. Weil ich das jetzt hier die ganze Zeit bei mir so sehe, da ist so ein Tankgüterwagen. Ich hoffe nicht, dass der explodiert, ne? Wenn ich wieder schön verschanzt habe, fällt mir gerade mal so ein. Vielleicht soll ich da jetzt gleich mal fortgehen. Das ist die Person, die lassen wir mal so, du bist. Okay. Mist, den treffe ich nicht. Das ist schön. Ja, das glaube ich, das ist okay. Aber jetzt kommt einer von deinen Leuten. Oh Gott, das ist ja wie wenn man Rathaus daneben schießt. Aber der trifft doch wieder. Oder okay, auch nicht. Naja, okay, das war noch verständlich. Da war die Wand daneben. Was ist das denn jetzt? Ah. Pistole. Eine Pistole. So. Aha. Bum, 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 bum. Irgendwie habe ich eine Leiter gehen hören. Hm? Irgendwie ging einer eine Leiter hoch. Eine Leiter bin ich hier nicht hochgegangen. Nein, das hörte sich so an. Echt? Ja. Bei mir hat es sich ein bisschen anders angehört. Eher so, sagen wir es mal, auf ein Stück Holz gestiegen. Oder das also in den Wagen. Ich bin jetzt eine Leiter hochgegangen. Okay. Oh, das war aber nicht gut. Für mich schon. So, was machen wir jetzt? Gute Frage, ne? Das lassen wir mal, glaub so. Jetzt sehe ich gerade sich schon wieder den einen, der da vorhin von dir getroffen worden ist, dass ich den schon wieder an so einem blöden Güterwaggon hingestellt habe. Mit so einem Fässchen drauf. Oh, nee, ne? Ja, so mit dem nur eine Pistole, das gibt's doch gar nicht. War das jetzt eine Pistole? Ja, nein. Das hat ja, sich hast recht, Pistole genau. Gehört. Ab und zu ist das bestimmt Scharfschütze, oder? Weiß nicht. Das muss einer von den Neuen sein. Ja. Okay. Irgendwie klappt das mit dem schlecht. Heilung. Ja, muss mal sein, ne? Ich habe was gelernt. Du bist. Aber da könnte jetzt er selber einen für auf die Mütze kriegen. Ich muss da, glaube ich, mal gucken, was sie so aushalten. Oh, ist das gemein. Oh, das geht ja noch. Obwohl, Soldat am Boden. Der wurde getötet sogar. Aber der hatte doch mehr wie drei. Komisch. Vielleicht hat er durch die Explosion noch einen abbekommen. Ja, das wurde da nicht angezeigt, wahrscheinlich, ne? So. Wo ist denn? Ach so, da hinten muss ich gehen. Ah, oh, fuck. Nein. Oh, da ist so ein Tankwagen mittendrin. Wir werden jetzt was sehen. Oh nein. Das könnte vielleicht sein, dass sowas funktioniert.
Also diese Kamerafahrten finde ich schon interessant, wenn du nicht dran bist, da weißt du nie, wo geht der jetzt hin, warum geht der da hin. Boah. Das war ein guter Schuss, wollte ich wohl sagen. Also irgendwie habe ich einen aus den Augen verloren von deinen Leuten. Das ist ja schon mal was Gutes. Ja. Schon klar. Na, geh doch mal dahin. Selber heilen kann er sich wahrscheinlich nicht, ne? Wir waren das wieder. Und das kann man, das funktioniert glaube ich sowieso nur einmal, ne? Es gibt Spezialisierung Medizin oder so. Da hast du glaube ich drei. Okay. Nee, ich glaube, einen Sunny habe ich nicht mit. Oh, Reflex ist das, glaube ich, oder? Ja. Super daneben. Na toll. Aber, aber zurückgeschossen, wenigstens. Ja, schon mal was, ne? Wir auch nichts geschafft haben, aber. Komisch. Der ist immer noch ein Feldposten. Das könnte klappen diesmal. 10 Points. Ja. Jo. Oh, oh, oh. Was hat denn der für eine komische Knarre? Ist das eine Laserkanone oder was soll das? Ich glaube, das war eine, ja. Oder ist eine. Noch einer. Ja, zum Glück. Mhm. Hörst du die Sprüche auch, oder ne? Daneben? Sie sagte, mir geht's gut. Nee, das hat sie nicht gesagt. Bei mir gesagt, glaube ich. Also. Ich muss das jetzt volles Risiko gehen. Okay. Ja. Das wäre gut gemacht. Doppelte Portion? Das hört sich doch prima an, oder? Ja. Oh nein! Das wär's gewesen. Aber jetzt musst du riskieren. Das ja. Okay. Das war ein schöner Volltreffer. Ich hab nichts mehr. So. Na, na. Wenn der jetzt daneben schießt, das ist doch nicht wahr, oder? Das ist nicht wahr, ey. Ich glaube, er ist die Waffe geworfen. Ey, das ist doch wohl nicht wahr, oder? Jetzt ist mein Leben nämlich dadurch wahrscheinlich hin. Also es ist schon manchmal merkwürdig. Ja, ja. Wisst ihr, das war nämlich mein Tod dadurch. Nicht zu glauben. Aha. Ja, da hat getroffen. Ja, ich hatte auch so eine schicke Sequenz und wusste auch nicht, wo die hin sollte. Ja, schade, der ist ziemlich wichtig. Gut. Ja. So, wie machen wir das jetzt am dümmsten?
keine gute Position von hier. Jetzt machen wir das mal ein bisschen anders. Vielleicht klappt das. Habe ich noch nie probiert hier. Aha. Ich bin gespannt. Es fliegt was, aber es explodiert nicht so. Aha. Gas oder was? Rauch. Ein bisschen Rauch. Okay, dann will ich mal, bevor der Rauch richtig losgeht, noch gucken, dass ich noch was schaffe. Hm? Da wollte ich hin. Geht das auch? Ja. Die positionieren sich neu. Schaut einer von deinen Leuten. Gut. Ja, mein Shotgun-Heini hat's erwischt. Ja, irgendwie muss das ja auch mal was sein, ne? Ja. So. Das folgendermaßen. So. Oh, großes Gerät, was hast du gemacht? Ja, mit der Rakete mal geschossen. Mal alles mal ausprobieren. So. Das ist nicht wahr, hm? Also das ist schon merkwürdig, also. Du bist. Jo. Ich hab's wirklich schlecht getroffen. Du hattest 5 auch am Anfang, oder? Ja, genau, ich habe 5. Ich habe ein altes Team eigentlich. Ich habe dann eigentlich nichts verändert gegenüber dem letzten Mal. Das heißt, du hast noch 4, ne? 3 habe ich. 3 nur noch? Habe ich schon 2 niedergeschossen? Ja, ja. Das war ja einmal der, den halt zum Schluss hier in dem komischen Trichter da, oder was das da ist. Und mhm, der ja. War ja da drüben auf der anderen Seite. Genau, stimmt. Jetzt kriegte ich die Sequenz zum Schluss einmal kurz eingespielt, dass diese Person gerade umgefallen ist. Interessant. Ja, dem da hinten kann ich leider auch nicht helfen. Ich könnte zwar helfen, aber ich schaffe da nicht hin. Ja, das ist natürlich jetzt blöd, weil du halt... bräuchte es halt irgendwas mit Deckung oder so. Ja. Und... da gehe ich jetzt volles Risiko wahrscheinlich. Aber das bringt mir nichts, weil ich ihm nicht mehr helfen kann. Der stirbt ja jetzt, glaube ich. Und der ist jetzt tot, oder? Ja, ja. Eine Runde zu spät. Ja, aber das allein da, das ist... aussichtslos. Was willst du da machen? So, und wenn du dann aus so einer Sache noch daneben schießt, dann war es das sowieso wieder. Ne. Ja, das war's dann. 3 Runden kannst du noch spielen. Aber sagt er schon so, dass es durch ist. Okay. Ja. Ja. Nette Runde, verbessertes Team. Aber du musst da, glaube ich, noch mal ein bisschen was nachsteuern. Ja. Du musst mal gucken, weil ich habe nämlich jetzt gerade bei mir gesehen, dass es Wunden heilen auch 3-mal gibt. Das ist die Spezialisierung. Solltest vielleicht mal gucken, ob du die noch mitnimmst. Jo.
Das war's für dieses Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Jo. Von mir, dem Baldassar N und natürlich vom AS Reiter. Genau. Danke auch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.